Heute zeige ich euch, wie ihr so einen Kunstpelz-Kragen oder Abschluss hier an so eine Mütze wieder rankriegt. Und zwar, ihr seht hier, sind so Gummibänder drin. Ja, hoffe, dass man das gut genug sieht. Die sind beidseitig drin und die wollen an einen Knopf eingehängt werden, so wie es hier auch am Abschluss der Fall ist. Das heißt, bei dieser Mütze, ja, da gibt es am Ende oder da gibt es auf beiden Seiten Knöpfe, die so angenäht sind, und da werden diese Gummidinger, diese Gummibänder dann eingehängt. Ja, das da, hier sieht man es gut. So, und das heißt, ihr sucht euch, entweder ihr habt ein paar Knöpfe zu Hause, die so ähnlich sind von der Größe, sucht ihr euch die raus. Ich nehme jetzt hier vier Loch, weil es ist besser, es hält dann besser, und bestimme mir jetzt hier einen Punkt, so, ich spanne das so ungefähr, schau mir, wo die Gummibänder an sind, wo die Gummibänder sind, und dann würde ich sagen, ungefähr an dieser Stelle, da ist das Gummiband, werde ich an dieser Stelle beide Knöpfe annähen. Und dann ist das Ganze auch schon wieder fertig. Ich nehme den Faden da wie immer doppelt und nähe die Knöpfe von beiden Seiten an. Das Ergebnis zeige ich euch dann im nächsten Video. So, ich zeige euch jetzt doch komplett, wie ich da anfange. Und zwar, ich nehme jetzt den ersten Knopf an der Stelle, wo ich ihn gerne hätte. Gehe da komplett durch den Stoff. Das ist genau bei dieser Naht da. Gehe da komplett durch. Nehme auf der anderen Seite gleich den zweiten Knopf drauf. Ja. So. Fahre da jetzt komplett durch. Und ihr kennt mich ja, ich nehme den Faden immer doppelt, damit ich den nicht sonderlich extra fixieren muss. Gehe jetzt auf die Hinterseite und fädel den Knopf da einfach mal so auf. So. Und suche mir dann einen Platz in der Nähe, mache das Loch auf die andere Seite durch und muss natürlich hier jetzt den Knopf treffen. Ja, so. So, ihr seht. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme die Schlaufe, die ich da hinterlassen habe, und fahre in die rein, und dann habe ich schon meine erste Fixierung. Und ich brauche halt den Faden wie immer nicht zu vernähen, weil das passiert von selber. So. Sollte zumindest von selber passieren. Und das da hinten noch ein bisschen durchziehen. So, genau, so die Schlaufe. Dann, so. Jetzt seht ihr, ist der Faden schon fixiert. Und wir haben die erste Geschichte schon gemacht. Hier ist es ein bisschen problematisch, also ihr könnt hier nicht einfach das mit der Nähmaschine machen, weil ihr habt an beiden Seiten einen Knopf, und da ist es nicht so einfach. So, da muss man das einfach auf die gute alte Art machen mit der Hand. Das geht aber auch recht gut. So, ich mache jetzt das noch fertig, und im nächsten Video seht ihr dann das Ergebnis. So, das ist nun das Ergebnis. Ich habe da die zwei Knöpfe angenäht. Ja, ich habe die relativ stark oder relativ eng angenäht. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier ein bisschen mehr Abstand halten. Wichtig ist nur, dass der Faden dazwischen relativ häufig durchgemacht wird durch die einzelnen Knopflöcher. So, und jetzt kann ich das da, diese Schlaufe da so drüber fädeln. Ja. Oh, sorry, das war die falsche. Ich muss mit der anfangen, damit dieser Kunstpelzkragen da passt. Also das ist natürlich Kunstpelz, kein echter Pelz.
Dann auf der anderen Seite kommt dieses Gummiband auch nochmal drüber. Dann, ups, ich habe den Knopf sehr stark oder sehr fest an den Stoff angenäht. Deswegen geht es da relativ schwer, dieses Gummiband da drüber zu ziehen. Aber ich verspreche mir davon, dass wenn es schwer drauf geht, dann geht es auch schwer wieder runter. Und das Ding hält dann. So, jetzt seht ihr das so. So, jetzt habt ihr da keine, also da sind die ganz normalen Lücken zwischen den Knöpfen. Aber da war jetzt eine große und da haben wir jetzt wieder einen Knopf reingenäht. Und dann passt das wieder so. Das wird dann am Ende wieder so aussehen. Okay. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video, das Video konnte euch weiterhelfen und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.